Ja, genau. Also in der ersten Runde, wie gesagt, ging es darum, wie dieses Brot hier eigentlich nach 2-3 Tagen hart wird. Nur erinnern wir uns nochmal kurz, das liegt daran, dass Amylose-Moleküle, diese Spiralen hier, so einen kleinen Kristall bilden. Wenn man das jetzt verhindern will, dann kann man schon bevor man das Brot eigentlich backt, was machen. Nämlich, vielleicht sieht es ja einer oder andere schon, wenn man nicht will, dass sich diese Moleküle aneinander lagern, ja, dann muss man irgendwie versuchen, dass sie sich so ein bisschen auf Abstand halten, sich so aneinander vorbei bewegen können. Und was man da chemisch macht, ganz einfach, man baut gewisse Abstandshalter, so kleine Ärmchen hier an die Amylose dran, dann können die Moleküle nicht mehr so richtig zueinander und können so nicht kristallisieren. Das Ganze nennt man Modifikation, Stärkenmodifikation, und das steht auch manchmal auf Packungen einfach drauf. Was kann man jetzt machen, wenn man Brot vom Bäcker kauft, weil der Bäcker, der darf die modifizierte Stärke nicht benutzen, der verwendet einfach ganz normales Mehl. Stellen wir uns vor, wir haben ein leckeres Brot und nach 3 Tagen ist es steinhart. Können wir jetzt ganz praktisch was zu Hause machen, sodass es wieder genießbar wird, und kann ich sagen, ja, das geht. Eine Methode, die der eine oder andere vielleicht auch durchaus praktiziert, ist, man schneidet eine Scheibe ab oder nimmt das ganze Brot, steckt es in den Backofen oder in den Toaster. Dabei erwärmt man das Brot und damit auch diese Polymerkristalle. Man kommt über den Schmelzpunkt, die Polymere kriegen ganz viel Energie, bewegen sich, gehen auseinander und somit wird dann das Brot wieder weich und genießbar. Der Nachteil von dieser Methode ist allerdings, dass man dabei natürlich auch das Wasser, was noch im Brot drin ist, so langsam aber sicher zum Verdampfen bringt. Und wenn das Brot dann nach einer halben Stunde kalt wird, dann ist es noch härter als vorher. Das ist also die Methode, die man, sagen wir mal, benutzen kann, aber nur, wenn man das Brot direkt danach eigentlich verzehrt. Eine andere Methode, die vielleicht die bessere ist, man nimmt das Brot, packt es in die Mikrowelle, 20 Sekunden, 30 Sekunden reicht völlig aus. Und was man dabei macht, man gibt nicht den Polymeren die Energie, sondern dem Wasser. Ja, man regt das Wasser an, sodass das wie so ein Keil in die Polymerkristalle hineingeht und so die Polymere auseinanderbringt und somit auch das Brot schön weich und genießbar wird. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Das war mein kleiner Vortrag über Brot. Dankeschön.